zum Beispiel gerade zurück von unserer Neugründung unserer Universität im Oman. Und dann fällt mir eigentlich spontan erstmal das Wort ein, wir alle sind Ausländer, fast überall. An unserer Hochschule kommt jeder 12. Student aus Asien und jeder 5. Student aus dem Ausland. Und jeder 5. Absolvent kommt auch aus dem Ausland. In den Jugendmannschaften, in den kleinsten, da ist der Anteil der ausländischen Spieler bei uns ausgesprochen hoch. Da wird Integration auf dem Sportplatz, in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel gelebt. Integration, das Wort kommt eigentlich von dem mathematischen Begriff Integral. Und Integral bedeutet, wenn etwas Neues dazukommt, verändert sich das Ganze. Es ist nicht so, dass sich der dazukommt oder die dazukommt, verändern muss, sondern alle anderen Menschen müssen sich auch verändern. Dann wäre es doch FC Antwerp, wo 22 ausländische Spieler waren und 16 Belgier. Wie hat das funktioniert? Relativ gut, weil man beim Fußball eine Sprache spricht, Fußball. Hier in Deutschland muss ich sagen, man muss sich sehr, sehr an den Fristen halten. Und deswegen kann man auch nicht so viel feiern, wenn man weiß, man sollte sich eher anmelden. Und jetzt bleiben mal nur die stehen, die anderen gehen in die Hocke, die richtige gebürtige Öscher sind. Alle anderen gehen in die Hocke, nur die gebürtigen Öscher dürfen stehen bleiben. Okay, da haben wir nicht ganz so viele, daran sieht man, dass es gut ist, auch die Stadt lebt davon, die Hochschulen leben davon, der Fußball lebt davon, der immer die Leute in Anführungszeichen einkauft, die von woanders herkommen. An die Stangen verteilt, als Ball zu bezeichnen. Tivoli TV, das können Sie alle jetzt im Internet mitverfolgen, auch von diesem Spiel. Das war eine Überraschung, 2:2. Unparteiisch ein Tor unterschlagen, 3:3. Oder? Erik Meyer und Pekka Lagerblom machen da vorne ganz schön dicht. Ja! 8:5. Ja, das war's. 9:5 siegen die Alemannia Kicker verstärkt durch Erik Meyer. Vielen Dank an alle. Ich schätze, wir haben nur ca. 10-11 Nationen auf dem Platz gestanden. Das ist das Zeichen dafür, dass das, was Ihnen eben von der großen Bühne erzählt wurde, auch wirklich im Fußball so an der Tagesordnung ist.